Timo Rost bleibt auch weiterhin Trainer der Spielvereinigung Bayreuth. Dabei sah es vor und direkt nach dem Spiel in Rhein noch danach aus, dass er zu Carl Zeiss Jena wechseln könnte. Dazu gibt es noch nichts zu sagen. Wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich mich zu gegebener Zeit dazu äußern werde. Aber Stand jetzt ist noch nichts spruchreif. Mittlerweile hat er sich geäußert, es gab zwar Verhandlungen, doch Rost bleibt, wie gesagt, in Bayreuth. Das Himmelfahrtskommando beim Tabellenletzten der dritten Liga wollte er sich dann wohl doch nicht antun. In der Regionalliga Bayern ist es ja auch sowieso viel schöner, auch wenn hier zunächst Rhein am Drücker ist, Latte und dann gibt es Elfmeter. Keiner weiß so recht warum, aber wir haben ja unsere BFV-TV-Lupe und die zeigt, die Proteste sind durchaus berechtigt. Luburic lässt sich da sehr theatralisch fallen. Wenn nur ein kleiner Kontakt, der Strafstoß also eher eine Fehlentscheidung. Arif Ekin ist das egal. Rhein am Lech geht in der 9. Minute in Führung. Timo Rost also erst einmal bedient. Doch dieser Freistoß und dieses Traumtor von Patrick Weimer sorgen dann wieder für ganz viel Freude und lassen den Trainer jubeln. Was für ein Strich genau in den Winkel, die Belohnung für die Klasse-Moral der Bayreuther. Nach 0-1 Rückstand hier zurückzukommen, Riesenkompliment an die Mentalität meiner Mannschaft, wirklich. Symptomatisch für die Bayreuther Mentalität, das 2:1, Markus Einsiedler setzt sich durch und besorgt die verdiente Führung. Klasse gemacht vom eingewechselten Sturmtank. Die Führung also verdient, aber auch Rhein verkauft sich teuer, verpasst nur knapp den Ausgleich. Sebastian Kolbe hält den Bayreuther-Sieg fest. Wir haben schon erwartet, dass es ein Fight werden kann hier beim Tabellenletzten, der natürlich alles in die Waagschale reinwirft. Und wir haben es aber phasenweise wirklich ganz, ganz gut gespielt heute. Und ich denke, im Großen und Ganzen sehr verdient gewonnen heute. 3 Punkte und Timo Rost bleibt. Das die Erkenntnisse aus Bayreuther Sicht und das versöhnliche Ende eines turbulenten Wochenendes.